So, jetzt hört man mich. Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Devil May Cry. Bis jetzt habe ich es, glaube ich, ein oder zweimal vergessen. Es tut mir leid. Auf jeden Fall befinden wir uns nun im Labyrinth. Und wollten das ja eigentlich in der letzten Folge schon machen. Nur irgendwie habe ich das nicht geschissen gekriegt. Und was mir gerade nochmal so ein bisschen aufgefallen ist, ne? Können wir die Musik mal ein bisschen leiser stellen vielleicht? Bildschirmeinstellungen. Ach, das geht nur in den Haupteinstellungen oder was? Egal. Dann müssen wir damit leben. Dann müssen wir wohl damit leben. Aber komisch, dass man die hier im Spiel nicht einstellen kann. So, bla 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 bla, genau. So, war es das jetzt? Nee, immer noch nicht. Jetzt verreckt doch einfach. So. Okay, wo ist das Licht jetzt hin? Achso, das ist hier bei dem Gegner. So, das Lustige ist ja, dass wir alle Gegner besiegen müssen, sonst zeigt mir das Licht den richtigen Weg nicht. Glaube ich zumindest. So, jetzt ist es hier. Und wenn ich dann ohne das Licht weitergehe, führt mich der Weg wieder zurück an den Anfang und ich darf alles nochmal machen. So, war es das jetzt? Aber wo ist jetzt das Licht? Ha. Okay. Ist das jetzt verbuggt? Ach komm schon! Willst du mich verarschen? Das war doch letztes Mal auch der richtige Weg. Lol. So, dann nehme ich jetzt das Schwert. Wie geht eigentlich der eine Move hier? Hin und zurück. Drücken Sie die Y-Taste, je länger Sie sie gedrückt halten. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay, okay. Ja, lol. Oder soll ich das gar nicht aktivieren, sondern erst, wenn die Gegner alle tot sind? Das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Haha. Ja, toll, ey. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen, obwohl ich das eben richtig gemacht habe. Oder das Licht ist halt echt weggeflogen und wir haben es nicht gesehen. So, okay, das waren deutlich weniger Gegner. So, dann zeig mir mal, wohin du fliegst. Ah, jetzt geht's auf einmal. Hm. Ah, okay. Oh, jetzt die wieder mit... Ich verschwinde in der Wand, ey. Oh, das ist so nervig. So, das war easy. Oh, dieses hässliche Lachen im Hintergrund. Yeah.
Okay, die Stage sieht immer gleich aus. Führt mich aber jetzt hier lang. Oh crap, wo bin ich denn jetzt? Ach nö, nicht schon wieder. Ach, das ist gar nicht die Spinne, oder was? Was habe ich gerade bekommen? 50% aller Gegnerarten, oder was? Dann gibt's hier ja gar nicht so viele Gegner. Oh, noch eine Spinne. Na, da muss ich jetzt nicht hin. Was ist das hier? Geweihtes Wasser, göttliches Wasser, das alle üblichen Geister in ihrer Nähe eliminiert. Aha. Könnte ich ja mal einsetzen. Aber das ist jetzt nur die eine Spinne hier, ne? Au. Oh. 10.000 rote Kugeln sammeln haben wir auch bekommen. Ich glaube, ihr seht das diesmal, dass ich Erfolge bekomme. Das liegt daran, dass ich eine Fensteraufnahme mache. Vorher habe ich immer eine Spielaufnahme gemacht. Kann sein, dass es daran liegt. So, da hoch komme ich anscheinend nicht, ne? Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass ich hier rein muss. Und das war der Auftrag. Alles klar. Warum denn 20 Minuten? Ich nehme doch gerade erst 7 Minuten auf. Hä? Okay. Ich nehme einfach mal den nächsten Auftrag. So, was haben wir denn hier? Bringen Sie den Kelch da und öffnen Sie den Weg. Auftrag beginnen. Auftrag Nummer 11. Ja, machen wir das eben noch. Oh nö. Oh Gott, was ist das? Hä, warum kann ich die Kugel nicht aufsammeln? Ja, was geht denn jetzt ab? Hilfe! Was war das denn? Okay, das ist ein bisschen creepy, was hier gerade abgeht. Da ist noch ein Teufelsstern. Alter, lass mich mal los. Was ist denn bei dir falsch? Na, komm her jetzt. Huiuiui, da hat mich fast die Sense noch erwischt. Okay, eine unsichtbare Plattform. Aber wie komme ich da jetzt hin? Guck mal, hier ist auch noch was versteckt. Da ist eine Tür. Hä, was war denn das gerade? Okay. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt fahre ich nochmal mit dem Ding. Da ist ja auch so ein... Ach, Moment, da kommen wir wahrscheinlich sowieso irgendwie hin, ne? Okay, aber das hat mir jetzt gar nicht wirklich so viel gebracht, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal hier durch.
Ich weiß im Moment gar nicht, wo ich hin muss. Da ist der Kelch. Auf dem Sockel ist ein Pokal, geschützt von einem kräftigen Licht. Erweise dich des Zeichens würdig. Ja, würde ich ja gerne, aber wie? Hier ist etwas eingraviert. Der Kelch wird das Tor zum dunklen Weg öffnen. Was genau soll ich hier tun? Muss ich vielleicht irgendwie... Warte mal. Ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Ah, ich muss wahrscheinlich den Brunnen dann runter, oder was? Das wird's wahrscheinlich sein. Lol, die habe ich gar nicht gesehen. Ach komm, den S-Rang-Kombo mit Alistor hatten wir doch auch. Oder Alastor, oder wie heißt das Schwert? Jetzt stirb endlich. Na komm, gib mir die Kugeln. So, Zeichen der Keuschheit. Es sieht aus wie ein Gehirn. Ein präpariertes, mit Kristall bedecktes Tierorgan. Darin liegt das Zeichen der Keuschheit, ohne dass der Kelch nicht gefunden werden kann. Keuschheit. Da sind wir schon lange raus aus dem Alter, oder? Boah, wie viele! Ich erinnere mich irgendwie an die... Ne, die heißen nicht Tyrants, die heißen Hunter in Resident Evil, ne? Diese grünen, froschähnlichen, laufenden Viecher. So, hier sind noch mehr rote Kugeln, her damit. Aber da müsste es doch eigentlich noch einen Weg geben. Okay. Jetzt springe ich mal wieder raus, aber eigentlich müsste es doch hier noch einen Weg geben. Da muss ich doch irgendwie hinkommen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Also irgendwie kann man da bestimmt hin, nur wie, weiß ich nicht. Kann man doch bestimmt hier oben drauf. Warum komme ich da nicht drauf? Ich will da unbedingt hin. Das kann doch nicht wahr sein. Ach da, jetzt sehe ich's. Ach komm, du kannst da drauf, ich weiß es. Nee, das ist kaputt, da kannst du hin. Lol, wie er mich einfach nicht... Ich wollte schon sagen, wie er mich einfach nicht lässt. So, her damit, ey. Was soll denn die Frechheit? So, hier noch was Grünes. Ja, und das Teil, da verzichte ich jetzt einfach mal drauf. Und wo wir hier lang gehen, ist ja egal. Weil wir haben ja jetzt das Zeichen der Keuschheit.
Und somit können wir dann auch den Kelch mitnehmen. Au! Okay. Da brauchst du gar nicht lachen, nur weil er jetzt einmal getroffen ist. Komm, stirb. Geil! Ja, okay, das war doch eigentlich relativ easy. Aber warum öffnet sich die Tür jetzt nicht hier? Der Kelch wird das Tor zum dunklen Weg öffnen. Ich hab doch den Kelch. Ach, ich muss jetzt da oben hin, oder was? Auch nicht. Ein Eingang ist versiegelt, hier kann ich also nicht zurück. Habe ich gerade wieder irgendwas nicht gesehen? Ah. Oh, da ist ja ein Orb. Hui. So, hier muss der Kelch rein. Und der eröffnet wahrscheinlich den dunklen Weg. Jetzt können wir hier durch. Und damit ist der Auftrag erfüllt. Ja, warum nicht? Ein zweites Mal gegen Nelo Angelo kämpfen und siegen. Oh, diesmal sogar ein B-Rang. Ich fühle mich geehrt. Und wir speichern hier an dieser Stelle. Das hat Bock gemacht. So, 2 Stunden und 19. Moment mal. Ach, ich habe das Spiel laufen lassen oder was. Deswegen hat das jetzt so lange gedauert. Okay, es kann auch gut sein. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge von Devil May Cry wieder. Hat sehr viel Bock gemacht und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Von daher, schaltet ein, lasst gerne einen Daumen da, schreibt in die Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, den Kanal ein bisschen supporten und diesen Bart ein bisschen länger werden lassen. Wenn ihr das wollt, dann bis dann, haut rein, peace.